Ah, doch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within, The Assignment. Ich habe direkt die Aufnahme gestartet. Ich dachte, dass eine Sequenz kommt. Joseph! Joseph! Scheiße, wo ist der hin? Kapitel 2. Okay. Wege sich kreuzen. Ich muss weiter. Leslie finden. Und da oben runtergefallen, eigentlich mit Joseph. Guten Tag. Schon schick aus, der Typ. So die ganzen Typen. Sollten wir doch vielleicht bei dem Weg, den wir hier schon gehört haben, reinmachen. Sehr schön. Und durch geht's. Uiuiuiui. Heute haben wir 5 Stunden Final Fantasy 8 gestreamt. Ich nicht gedacht, dass ich das wirklich so lange schaffe, durchzuziehen. So, ich habe nur noch keine Waffe. Leider Gottes. Mich wundert es auch, dass ich noch fit bin. Ich meine, gut, heute habe ich mir. Sein Name war Ruben Victoriano. Aber jetzt existiert er als Ruvik im Encephalon des Stem. Ruben war brillant. Er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Ruvik, er weiß, dass ich hier bin. Ja, ich wollte nur sagen, genug Energy Drinks und Kaffee eingepfiffen habe und dann kommt sowas und erschreckt mich voll. Ja, klar weiß Ruvik, dass wir da sind. Wir haben uns, du hast doch gesehen. Ich habe schon begrüßt, ganz nett Hallo gesagt. Oh, guck mal, das ist die Lanterne von Sebastian. Eine Axt, ich sehe eine Axt. Was ist das denn? Was sagt man, die sind jetzt unsichtbare Gegner. Okay. Geil. Unsichtbare Gegner sind genau das, was ich gebrauchen kann. So, Schleichangriff. Beim Schleichen tötet ein Gegner Bildschirm mit der Axt. Die Axt ist anschließend unbrauchbar. Okay. Ich weiß nicht, in welche Richtung er läuft und ich wüsste, wo wir hin müssen. Okay, ich schätze mal, wir müssen da hochlaufen. Axt würde ich mir dann doch gern saven. Als wenn ich das könnte. Jetzt sieht es mal danach aus. Das heißt, okay, da ist noch einer. Auf jeden Fall noch eine Axt, sehr schön. Alter, ist hier stockfinster. Alter. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall wert. Machen wir halt noch mehr Krach. Tock, tock, tock. Band. Der einzige war. Ja. Auf jeden Fall rein sehr interessant.
Ja, ich weiß nicht. Oh. Etwas ist noch viel erschütternder. Unsere Testsubjekte sterben. Sie kommen abrupt aus dem Stem und sterben mit völlig verängstigtem Blick. Und die, die überleben, sind katatonisch. Sie plappern unverständliches Zeug und lassen sich nicht befragen. Wir taten nichts, was die Veränderung bewirkt haben könnte. Es muss am wachsenden kollektiven Bewusstsein im Stem-System liegen. Die Patienten können dieser Belastung nichts entgegensetzen. Wir brauchen gesunde Subjekte. Vielleicht reinigen sie auch das System. In seinem jetzigen Zustand ist es nicht tragbar. Das wird Mobius wohl kaum gefallen. Und dieses Mal werden sie mir die Schuld geben. Unser neuer Prototyp in Beacon ist fast fertig. Wenn er bereit ist, stelle ich ihn auf das Funksystem um. Selbst wenn die ursprünglichen STEM-Experimente fehlschlagen, beweise ich Mobius mit der nächsten Generation meinen Wert. Okay, Funksystem klingt ja nicht gerade nice. Dann. Becken. Eine nicht noch. Oder durch die Gegend. Aber werden wir mal sehen. Schauen sieht's gut aus. Wahrscheinlich wäre es nur der gewesen. Okay. Heißt, wir haben uns eine Axt bisher gespart. Sehr schön. So muss das. So muss das sein. Kann man das gut machen? Oh ja, tatsächlich. Was? Hm. Okay. Oh je, das sieht ja auch schon wieder so widerlich aus hier. Wäre gerne wieder für einen Safe Spot. Okay. So wird wahrscheinlich das Ding, außer dass wir es kaputt treten und gucken, ob da noch was liegt. Wahrscheinlich da durch. Okay. Und machen wir die 3,50 Meter, bevor sie nicht mehr kann. Okay. Auch nichts Wertvolles. Hauptsache, wir können was kaputt treten. So muss das sein. Gott, hat sie mich erschreckt. Nicht mit Licht bekämpfen. Je nach Leslie. Ah, von da oben ist sie gekommen. Sieht aber schon sehr gefährlich aus und eklig hier. Okay. Oh, tock, tock. Oh. Jawohl, eine Waffe. Endlich eine Waffe. Oh Gott. Klatsch. Oh Gott. War schon knapp, glaube ich. Nachladen. Oh Gott, lad schneller nach.
Nein, 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 nein. Gott. Okay. Nein, keine Munition mehr. Verdammt. Aber vielleicht finden wir jetzt ja welche. Ach, und jetzt können wir uns plötzlich befreien. Ich dann vielleicht vorhin schon versucht, wie die Knarre gesehen hätte. Weil es ging jetzt ja doch fast schneller. Egal, ich beschwere mich jetzt nicht. Wir haben eine Knarre. Wenn Leslie hier unten ist, wird er nicht lange überleben. Ich muss ihn finden. Ja, wolltest du ihn nicht später umbringen? Ja, vielleicht wird es ja noch erklärt hier. X, okay. Munition? Nein? Hier? Schade, schade. Aber auch nichts anderes. Keine stöhnende Schnecke mehr. Die vermisse ich ja schon fast wieder. Hoch. Ich weiß, ob man hier hoch muss, aber wir gehen jetzt einfach direkt hoch. Es gibt auch mehrere Hochaufgänge. Ich weiß. Ah, hier ist ein Safe. Einfach Trial and Error. Da muss man jetzt hier bestimmte Richtungen machen. Natürlich sein. Okay, gucken. Hinten. Da ist doch immer was in der Nähe gewesen. Lecker, lecker, lecker. Lecker Schmecker. Irgendwas? Ne, das heißt, wir gehen immer wieder runter und gucken da nochmal. Irgendwas geben. Mich nicht wundern. Irgendwo ein Code steht. Oh, die Code. Noch mal oben weiter gucken. Wir sehen irgendwie nicht so gut aus. Hm? Ja, mal nichts. Würde es schon gerne öffnen. Bin ja ehrlich. Oh ja, so, ich bin zu lange gesprintet. Das ist für Little Miss Sunshine hier ein bisschen zu viel. Ich meine, sie ist ja keine echte Polizistin anscheinend. Da braucht man halt keine Ausdauer. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, wo es jetzt weitergeht, wenn es... Na gut, hier scheint es wieder zu gehen. Oder so. Was? Hm? Ne, war nur Schatten. War nur Schatten. Dabei hat noch jemand so Taschenlampe zu tun. Oder ist hier wirklich nichts? Ausnahmsweise mal. Ah! Gut versteckt, okay. 15 links, 7 rechts, 19 links. 15, 7, 9. Und die perfekt. Yeah. Ja, damit. Die Fragment 5 haben wir alle gekriegt. Nachgucken. Die
Strafakten. Ab. Träger. 3, 4, 5. Nice, es gibt 8. Oh, hoffentlich kriegen wir alles. Wäre richtig nice. Wir wissen, was in dem Brief steht. Oh. Bam, 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 bam. Es läuft doch. Es läuft doch. Bei Final Fantasy 8 liest du heute auch super. Außer, dass wir keine Story gemacht haben, sondern über alles andere. Dafür ist aber Story fast nur noch da. So. Was ist mit den anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg, wissen Sie, was zu tun ist. Okay. Hast du irgendwas, was stören kann? Ich mag die Schnecke immer noch. Und ich frage mich immer noch, warum sie nicht ihre Schuhe ausziehen. Die machen so viel Krach. Ich meine, klar, es wäre kalt und nass und feucht, aber trotzdem. Oh, Safe Point. Okay. Ich hab lecker Essen hier. Tok, tok, tok. Hier kommen wir dann nach durch. Alles klar, das heißt, wir können hier saven. Gut, meine Kleine, ja, komm her. Voll. Michael, ja. Oh. Mal ganz kurz. So. Und jetzt. Stehen wir wieder auf und gehen durch dieses komische Teil hier. So eine Art Lüftungsschacht oder so. Ich würde jetzt so hören, so, wie sie gerade so am Verrecken wäre. Oh, das wäre voll übel, wie sie. Ja. Spinnennetze, die helfen mir schon mal nicht. Okay. Oh, dann sehe ich doch schon mal was. Können wir von hier aus nicht aktivieren. Okay. Auch was? Sebastian! Ah! Kippen! Joseph, warte! Natürlich. Also muss ich den Strom wieder anschalten. Klingt soweit so logisch. Was ich auch höre, sind Gegner. Okay, was kann ich machen? Kann ich dann mal einsetzen? Ah ja, okay. Nur hier durch und gucken, was passiert. Wir können hier runter. Geilo. Eigentlich nicht geilo, aber mal gucken, was uns hier erwartet. Ich wollte schon sagen, fast wieder was passiert, aber hey. Die Puppe. Weg damit. Jetzt einmal lang und. Können wir. Durchgang aufmachen. Ups, machen wir auch gleich mal. Ich weiß nicht, ob es hier ein Brieffragment gibt oder. Jetzt schon wieder. Direkt wollte ich sagen. Okay. 2, 4, 3. 1, 2, 4 und 3. 6, perfekt. Okay, das war ja recht easy. Jetzt hoffen wir, dass wir den noch speichern können, sozusagen. Ich habe keinen Bock, den immer wieder zu holen. Aber 50-50 Chance, welchen Weg ich gehe und ob das richtig ist. Aber anscheinend war er dies. Der richtige Weg. Ja, mal, dass keine Gegner kommen, bis wir speichern können. Das sieht ja eigentlich nicht gut aus, aber hier kann ich kurbeln. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte, aber wir tun es mal. Hier wird gespeichert. Okay. Achso, hier kann ich das
So, ich schätze mal, Krach machen ist hier keine Option. So. Den Leuten, die ziemlich egal, dass die auch. Tatsächlich. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann erst im nächsten Part wieder. Ich weiß, ich hau jetzt ein bisschen zeitnah, weil eigentlich will ich schlafen gehen. Wir haben jetzt wieder 1 Uhr und ich war den ganzen Tag so müde und für Zeit wäre das bitte okay. Also wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dorthin. Tschüdelü.